Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar hat der liebe Gohan 650 von Shiroshi Records wieder was gedroppt. Der letzte Release ist, glaube ich, jetzt fast ein Jahr her oder so. Ich meine, fast ein Jahr ist es her, seitdem der letzte Release von Gohan bzw. überhaupt irgendwas mit Gohan kam. Aber ich bin natürlich, ne, ich bin ja natürlich vorbereitet, was das angeht. Deswegen, ich schaue einfach ganz kurz nach. Wir haben jetzt Juni, ne? Juni. Muss man actually ganz kurz hier gucken. Gut, Juni. Muss da mal hinkommen, ne? Ja, das kommt. Oh, ja, okay. Also, tatsächlich im Juni letzten Jahres kam das letzte von Gohan und zwar zusammen mit Shogun Miami Vice am 30. Juni, also in 9 Tagen. 9 Tagen, was ist das überhaupt für ein Tag? Sag mal. Sonntag, okay. Also, am Sonntag wird dieser Track auch ein Jahr alt. Das heißt, ihr könnt euch da schon mal auf eine Instagram-Story freuen am Sonntag, nächste Woche. Weil ich mache ja, erstens aus Support-Sachen und zweitens einfach, damit die Tracks, so gesehen, nicht, verschwinden, ne? Dass sie nicht in Vergessenheit geraten, haue ich immer an dem Tag, wo der Track rauskommt, eine Story raus auf Instagram, wo ich den Song reinpacke, wo ich dann auch reinschreibe, Happy Anniversary, Happy One Year Anniversary oder Happy Two Year Anniversary, je nachdem, ob der Track 22 oder 23 kam. Und verlinkt dann eben die Leute, ne? Aber das Spiel kennt man ja eigentlich. Genau. Mach ich ja jetzt schon länger. Bisschen länger. Gut, aber da muss ich eben den anderen Track hier aufnehmen. Schreibe ich den mal hier auf. Weil ihr will. Ich muss dazu sagen, ich habe no joke eine Liste gemacht mit jedem schissenen Release-Datum, den die Boys haben. Und es war Arbeit, sagen wir so. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich zeige euch die Liste. Scheiß drauf, ich zeige euch die Liste jetzt. Gebt euch das. Gebt euch das. Gebt euch das. Ich habe alles auseinandergenommen. Und ja, ich habe hier sogar immer noch diese Bilder drin. Ich habe hier kompletten Ordner. Die haben auf meiner Festplatte einen eigenen verfickten Ordner. Gut, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr wegen Fanchannel. Ich glaube, das war das WhatsApp-Ding, was ich gemacht hatte. Aber ich bin ja dann rüber auf Discord. Weil WhatsApp ist mir zu doof, Digga. Aber auf WhatsApp kann keiner schreiben, so, das bockt nicht. So, wenn, dann will man mit den Leuten auch schreiben. Deswegen bin ich rüber auf Discord irgendwann. Aber das ist, müsste, glaube ich, sogar immer noch dasselbe Bild sein. Ja, das ist immer noch dasselbe Bild. Genau, die Playlist, ne? Playlist ist unten verlinkt. Mittlerweile heißt sie ja anders. Heißt ja mittlerweile Legacy. Beziehungsweise hier ist er. Oh, well, wo sind die? Da. Da ist der Track übrigens schon drin. Habe ich schon reingepackt gerade. Habe ich vor der Aufnahme gemacht. Weil, ihr wisst ja. Und das hier, ey, bitte fragt mich nicht, okay? Das ist irgendein. Ich habe mir irgendein random Bild bei Google runtergeladen, irgendein random Hintergrundbild und habt einfach die Leute da reingeschrieben. Klar, es ist jetzt komplett outdated einfach. Oh, es ist überhaupt nicht aktuell, weil ich actually keinen Plan habe, wer noch dabei ist und wer nicht. Ja, ich mache mir auch ehrlich gesagt, finde ich das so auch viel geiler. Ja, klar, auch wenn mich das Y bei YouTube ein bisschen abfuckt, dass das hier so rüber geht, aber egal. Ging nicht anders. Das nicht anders machen. Ich habe das hier extra schon kleiner gemacht, ne? Scheiß drauf, wirklich. Egal, darum geht's gar nicht. Wir wollen den Song hören. Ich muss so ganz kurz eine Sache machen. Ich muss mir den Explorer einmal wieder rüberziehen. Aber kein Bock, dass ich hier irgendwas leake. Von irgendwas. Da, passt. Gut, genug gelabert. Ich laber seit 4 Minuten. Reicht. Wir gehen rein. Gohan 615 Knockout. Hauptkünstler,
Komponist und Komponist. Also so gesehen der Beat von Shogun und Gohan selber. Ich folge ihm nicht. Das ist crazy, Digga, wirklich. Das ist hart, Digga. Das ist schon hart respektlos, Digga. So. So, ich muss mit. Natürlich, übrigens, ich werde das auch so machen. Der Track kommt natürlich auch in die Playlist. Ich werde allerdings nach dem Hören entscheiden, in welche Playlist der kommt. Also der kommt nicht in alle Playlisten rein, das ist, glaube ich, klar. Aber mal schauen. Oh, Little Bit Western Type oder was hier? Ihr wolltet Gohan back, warum so wenig Tracks? Denn ich piss auf euren Drecksound. Und jeder Pisser geht jetzt Knockout. Jetzt heißt es für die Fotze Knockout. Ich bin back und ich fick euren Drecksound. Hätte nie gedacht, dass diese Szene mich braucht. Für euch muss es heißt es jetzt Knockout. Jetzt heißt es für die Fotze Knockout. Ich bin back und ich fick euren Drecksound. Hätte nie gedacht, dass diese Szene mich braucht. Für euch muss es heißt es jetzt Knockout. Knockout, Lights out, ich fick auf euren Scheiß auf. Police Vater einhaut, der mich um den Timeout. Scheiß drauf, deutscher Rap ist Anatomie. Sieh wie die Kugel fliegt, auf BTTB. Ich hab seine Stimme vermisst, Digga. Ich hab's vermisst. So klar, wir haben die alten Tracks noch. Wir haben die anderen Tracks. Die alten Tracks, sag ich schon. Die anderen Tracks. Takeover 2, Takeover, Need for Speed, Miami Vice, Digga. Diese Tracks sind ja mit ihm. Aber es tut gerade so gut, ihn einfach auf einer Single zu hören, wo nur er drauf ist. Das tut gerade so verdammt gut. Und der Beat. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Beat sagen soll, Bro. Ey. Sag mal bitte, was habt ihr euch dabei gedacht? Jetzt mal ehrlich. Ey, aber geiles Ding, ne? Bin ich ehrlich, ich feiere es jetzt schon. Aber ich. War das nicht sogar eine Anlehnung auf irgendein Takeover-Teil? Wie die Kugel fliegt auf Kepurani oder so. Irgendwas in irgendeinem Takeover-Teil. Ich weiß gerade nicht, ob 1 oder 2. Irgendwas war da. Genau, irgendwas mit. Aber dieselbe Line auf jeden Fall. Geil. Ey. Ich bin gespannt, was da noch kommt, ne? Bin ich ehrlich. Jetzt bin ich hyped, Amanaurim. Jetzt. Auf BTTB oder Kid Norani. Kid Norani, ja. Aber wer ist der andere? BTT. Was? BTTB? Oder was? Was hat er gesagt? Knockout, Lights out, ich fick auf euren Scheiß auf. Police Vater einhaut, der mich um den Timeout. Scheiß drauf, deutscher Rap ist Anatomie. Sieh wie die Kugel fliegt auf BTTB. BTTB? Muss ich verstehen, wer das ist? Muss ich den kennen, damit ich die Line zu der Person zuordnen kann? Weil Kid Nurani sagt mir was. Aber auch schon aus einem den zweiten Takeover-Teil. Ich weiß jetzt nicht welcher, aber aus einem der beiden Takeover-Teile. So, aber wer ist der andere? Egal. Vielleicht sieht er dieses Video dann. Gorn, oder falls du das siehst, erklär mir bitte, wer BTTB ist. Ich habe keine Ahnung. Damit ich einfach nur nicht hier so als, ne? Blödi hier sitzt und nicht weiß, wen du meinst. Oder Kid Norani, vielleicht doch der KG. Ach, ihr seid alles Pedos. Tamam, jetzt droppt er noch einen Namen. Auf BTTB oder Kid Norani, vielleicht doch der KG. Ach, sagt mir auch nichts. Ihr seid alles Pedos, wie Sinan G. Ihr wollt. Aber. Er schießt Richtung Sinan, Digga. Ey, na, Digga, das ist crazy. Unbedingt beef, doch fick mit Chirurgie. Holz rum auf Winzer, kleiner Front, ziemlich mies. Es ist Krieg. Auf euch kleinen Notenkinder. Ohne Snapchat siehst du auch aus wie mit Hundefilter. Ihr seid keine Wicht. Ohne Snapchat siehst du auch aus wie Hundefilter. Ey, Digga, na, Alter. Na, Digga, das ist crazy jetzt. Na, Digga.
Na, Digga, ne, ah, na, Bro, er droppt einfach Snapchat Postet weiter Fakes auf Twitter, Schwätzer, einzieh dabei Insta, ihr seid alles Fett von Hitler, Hasso, Kelch, Kinder. Oh, 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 oder? Tamam. Kann ich das so hochladen? Ficker Frozen ist ein Hitler-Wettler, wenn wir kommen, gibt's Gewitter, Shiroshi, wir sind Gewinner. Die Szene ist grad ganz voll im Game Over, ein letzter Move, final Takeover. Aha. Eine Takeover. Aha. Ich brauch gar nicht so überrascht tun, ne? Das war ich so ein auf. Oh, krass, höre ich zum ersten Mal. Walla, höre ich nicht zum ersten Mal, ne? Fest für die Fotzen Knockout. Ich bin back und ich fick euren Dreck. Schaut, hätte nie gedacht, dass diese Szene mich braucht. Ey, ich bin aber ehrlich. Dieser Track gibt mir leichte Asche-Vibes. Okay, scheiß mal auf alles. Jetzt muss ich ganz kurz was sagen. An die Leute, die mich jetzt schon etwas länger verfolgen, was Reactions angeht. Ich habe ja mal auf einen Remixer reacted mit dem Namen RMX Diego. So. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwann mal wieder was macht. Wäre geil, weil dieser Track geremixt mit Asche. Ein Gohan 615 und Asche Remix. Von RMX Diego. Da hätte ich Bock drauf. Das Ding würde ich beziehen. Jetzt heißt es für die Fotzen Knockout. Ich bin back und ich fick euren Dreck. Schaut, hätte nie gedacht, dass diese Szene mich braucht. Für euch Loses heißt es jetzt Knockout. Diesen Kasper checkt mich Luca weiterhin die kleine Nudel blau. Jetzt mit deiner wack trainierten RVC. Er hat den Namen Luca gedroppt. Checkt mich Luca? Das wäre jetzt so der einzige, der mir jetzt so in den Sinn kommen würde. I don't know. Ich gehe von Check mich Luca aus. Funktion wie das Google Phone und das letzte, was du siehst, 615. Wie auf Loser Robin los. Wenn man dich bei Google sucht, spinnt sogar die Suchfunktion. Was bleibt noch zu sagen, außer ist dein. Wenn man dich auf Google sucht, spinnt sogar die Suchfunktion. Digga. Na, Alter, jetzt. Das ist crazy jetzt, Digga. Jetzt wird's crazy. Das ist Ton, bist du Lukas Double Bro. Ich packe dich am Kragen wie beim Anzug rein bin. Gohan clash ich so lang, bis du blau bist, Super Saiyajin. Alles voller Offbeat da, so wie. Oh, sehr geil, Super Saiyajin Line. Sehr geil. Dieses Eierkind, aber ich bin's nicht, gib's dir weiß auf schwarz wie beim Off. Eierkind, grüß ihn raus an John Weber. Ey, der musste sein, der musste sein. Heineken, alles voll mit Peinlichen. Spaß, ist keine Konkurrenz. Wacke Strophen, wacke Tracks, wartet auf ein Tape. SSD seid an. Wir sollen auf Tape warten? Machen wir nicht diese Hype-Schiene jetzt, ja? Bitte. Ich bin doch schon genug gehypt. Ach, bitte. Was soll ich denn, worauf soll ich noch alles hypen dieses Jahr? Oder nächstes Jahr, keine Ahnung. Aber sag mal, worauf? Bitte noch? Ich kann das alles nicht mehr. Jetzt heißt es für die Fotzen Knockout. Ich bin back und ich fick euren Dreck. Schaut, hätte nie gedacht, dass diese Szene mich braucht. Für euch Loses heißt es jetzt Knockout. Jetzt heißt es für die Fotzen Knockout. Ich bin back und ich fick euren Dreck. Schaut, hätte nie gedacht, dass diese Szene mich braucht. Für euch Loses heißt es jetzt Knockout. Ich bin ehrlich. Ehrlich, Franz, no joke. Dieser Beat könnte einfach ein Beat sein, den Asche benutzt. I don't know, aber ich krieg Asche-Vibes bei diesem Beat. Noch vom Flow her kriege ich Asche-Vibes. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mehr Asche hören, Digga. Es bockt.
Wenn ich schon bei anderen Leuten den Vibe von Asche kriege, dann muss ich definitiv mehr bei Asche reinhören. Stimmt, das Album ist ja draußen, ne? LLA, stimmt, da müsste ich eigentlich auch mal reinhören, habe ich noch nicht gemacht. Noch nicht zugekommen, beziehungsweise hatte ich noch nicht die Lust zu. Aber muss ich glaube ich mal machen, ne? Wobei, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt, LLA zu hören. Wenn ich sehe, dass sich das lohnt zu hören in den Kommentaren, dann höre ich da mal rein. Wahrscheinlich nicht als Aufnahme, weil ich sonst, ne? Weil ich sonst den hier krieg. Den kriege ich dann wahrscheinlich. Aber so für mich höre ich da mal rein. Aber ich guck erstmal auf die Kommentare. Vielleicht sagen auch die meisten so, ne, Bock nicht oder so. Mal gucken. Aber diese EP will ich hören. Die EP will ich hören von dem Asche-Album. Ich weiß gerade nur nicht, wie die heißt. Irgendwas mit Chinun? Boah, egal eigentlich, ne? Ich brauche den Namen jetzt nicht im Kopf haben. So. Aber, ey, egal. Gohan. Geiles Comeback auf jeden Fall. Geiles, geiles Comeback. Die Fresse raus. Geiles Comeback auf jeden Fall. Ey, ganz. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, ne, mit Asche-Vibe und alles Mögliche. Das hat, glaube ich, schon alles gesagt, so. Was mich allerdings interessieren würde, wer hat das Ding gemixt und gemastert? Weil das klingt geil. Wobei, ich glaube, er ist das selber, ne? Ich glaube, er macht das selber, ne? I don't know. Egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Wortwörtlich alles. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was auch immer ich dann für einen Mist hochlade. Schaut die Tage. Ganz wichtig. Ankündigung. Schaut die Tage am besten mal in dem Community-Tab auf meinem Kanal vorbei. Weil ich sag mal so, vielleicht geht's bald wieder weiter. Ich sag nicht was. Vielleicht droppe ich einfach mal so einen kleinen Teaser. Ja? So einen kleinen Datum-Teaser. Vielleicht droppe ich da mal was. Days. Vielleicht auch gleich schon, ne? Mal gucken. Aber genug gelabert. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssikowski, küss euer Herz. Habt ein schönes Wochenende.